Also ich heiße alle willkommen heute zu unserer nächsten Folge von CESI Insight. Heute habe ich die Freude und die Ehre, Frau Kirsten Lühmann bei uns zu haben. Kirsten Lühmann ist Mitglied im Deutschen Bundestag. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und Obfrau für diesen Ausschuss. Und sie ist Sprecherin für die Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur der SPD-Bundestagsfraktion. Frau Lühmann ist seit 2007 stellvertretende Bundesvorsitzende des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Und sie ist das Allerwichtigste, auch Vorsitzende der Fachkommission Rechte der Frauen, Gleichstellung der Geschlechter hier bei uns bei der CESI. Liebe Kirsten, herzlich willkommen. Hallo Klaus. Wie kommst du momentan durch die Krise beruflich und privat? Naja, privat eigentlich sehr gut. Durch die Krise fallen ja viele Präsenzsitzungen weg. Auch bei uns in der CESI hätten wir ja eigentlich nächste Woche die Sitzung des Gleichstellungsausschusses gehabt, die jetzt ausfallen wird. Also meine 70-Stunden-Woche hat sich deutlich reduziert. Es ist entspannter geworden. Vieles passiert mit Videokonferenzen. Das ist auf der anderen Seite wieder anstrengend. Das ist ein völlig neues Format. Aber durch die weggefallenen Termine ist doch ein wenig Luft, sodass man etwas entspannter da durchkommt. Wir alle wissen aber, die Arbeit wird irgendwann nachgeholt werden müssen. Aber das ist ein Blick in die Zukunft. Zurzeit geht es eigentlich relativ gut. Ich habe kein Problem mit dem Mund-Nasen-Schutz. Ich finde es sehr wichtig. Ich trage ihn sehr häufig. Auch die Sache mit dem Händewaschen ist ja eine Sache, die dazugekommen ist. Und jetzt als Allerneuestes, wir sollen öfter lüften. Aber das sind ja alles Dinge, die nicht besonders schlimm sind, sondern das sind vielleicht Dinge, die wir hätten auch schon vorher tun sollen, aber die vielleicht ein bisschen so in Vergessenheit geraten sind. Ja, man wäscht sich ja auch, wie gesagt, zu Tode fast die mit den Händen. Na, das ist ja auch tatsächlich etwas, was man sich so dermaßen angewöhnt hat und was auch etwas verunsichert, finde ich, ist diese tagtäglich neuen Anweisungen. Aber wie gestaltet sich denn so die alltägliche Arbeit im Bundestag? Das ist ja auch, sage ich mal, sehr interessant, sicherlich. Ja, wir sind von diesen Präsenzsitzungen eine kurze Zeit völlig weggegangen. Und jetzt haben wir Präsenzsitzungen mit geringerer Menge. Wir sind insgesamt 705 Abgeordnete. Und wenn die alle in einem Raum sitzen, ist das aus Pandemie-Gesichtspunkten unverantwortlich. Das heißt, wir sind nur noch ein Drittel der Abgeordneten. Es ist wirklich so, dass auf den Sitzen Zettel liegen, wo jemand sitzen darf, und dann kommen zwei Sitze, wo niemand sitzen darf. Und wir haben auch Regeln getroffen, wie das mit den Abstimmungen ist. Normalerweise wird ja durchgezählt und wir haben gesagt, nein, wir zählen nicht durch, sondern wir gehen einfach nach Fraktionen und wir tun so, als ob alle da wären, sodass man also sich nicht gegenseitig austricksen kann mit irgendeiner Mehrheit. Das funktioniert auch in den Ausschüssen. Und zum Beispiel unser Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat zwei Teile. Einen Präsenzteil, wo wir, wie gesagt, mit einem Drittel der Mitglieder zusammenkommen, weil wir Dinge abstimmen müssen und debattieren. Und dann gibt es einen Webteil für die Fragen, Selbstbefassungen, wo wir einfach mit dem Minister diskutieren, wo wir eine EU-Vorlage diskutieren, ohne dass wir aber etwas formal abstimmen müssen. Das machen wir in Form einer Webkonferenz und das läuft eigentlich sehr gut. Und das wird wahrscheinlich die kommenden Monate weiterhin auch so laufen, ja, so laufen müssen, nehme ich mal an. Wir wissen nicht, wie lange es geht, aber ich gehe auch davon aus, festgelegt haben wir es erstmal bis zur Sommerunterbrechung, das heißt bis zum Juli. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir im September anders zusammenkommen werden. Kirsten, du bist ja auch Polizistin von Beruf. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die besonderen Herausforderungen für die Bediensteten der Polizei? Wir denken da nur an Demos, wir denken an Arbeitsschutz, wir denken natürlich auch über die Durchsetzung, sage ich mal, der vielleicht etwas unangenehmen Vorschriften zur Einhaltung der Abstände und so weiter nach. Was sind denn jetzt, womit sehen sich die Polizeibeamtinnen und Beamte am meisten oder welche sind die größten Herausforderungen derzeit? Dann fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Also wir haben festgestellt, dass es deutlich weniger Verkehrsunfälle gibt, die dann auch aufgenommen werden müssen. Und auch tatsächlich die Zahl der Einbrüche ist zurückgegangen, weil die Menschen natürlich mehr zu Hause sind und die Straftäter dann Angst haben, dass sie auf Anwohnende treffen. Das sind die ganz kleinen positiven Dinge. Das Große ist eher negativ. Was mehr geworden ist, ist das Thema häusliche Gewalt. Die Menschen
zumindest in der Zeit, wo sie die Häuser kaum verlassen können, sitzen sehr dicht aufeinander. Das fördert natürlich den Stress und Stress entlädt sich auch oft in Gewalt. Und du hast es angesprochen, die Polizei ist zwar nicht originär dafür zuständig, die Corona-Auflagen durchzusetzen. Das muss zum Beispiel das Gewerbeaufsichtsamt der Kommunen machen. Und da hat der Beamtenbund Tarifunion auch viele, viele Meldungen von Beschäftigten, die sagen, das Thema Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, das ja sowieso in den letzten Jahren angestiegen ist, wird jetzt nochmal getoppt, auch bei den Beschäftigten in den Kommunen, die sowas durchsetzen müssen, aber natürlich auch bei der Polizei. Ich glaube, für die Polizei das Unangenehmste sind die Demonstrationen mit Menschen, die gegen die Auflagen demonstrieren und zwar nicht ganz normal ihre Rechte wahrnehmend, sondern sehr polarisierend. Die erzählen, das wäre alles Lüge und das wäre Fake News und wir würden von Bill Gates unterwandert und gechippt und geimpft und so etwas. Mit diesen Menschen kannst du ja auch nicht reden. Das heißt, vernünftig kann man das ja nicht regeln. Eine normale Demonstration, wo Menschen ihre Meinung sagen, dann diskutierst du mit der Polizei, die sagen, gehen Sie bitte ein Stück zurück oder gehen Sie die Straße lang, das ist Ihre Genehmigung und so, das geht ja alles. Aber die Menschen sind ja so emotionalisiert, dass du logisch mit ihnen gar nicht mehr klarkommst. Und dazu kommt das Thema Gewalt, auch das Thema, dass die Kollegen und Kolleginnen jetzt angespuckt werden. Wir hatten das ganz, ganz selten mal, als der HIV-Virus im Kommen war. Da hatten wir auch Straftäter, aber in seltenen Fällen, die dann Beamte oder Beamtinnen angespuckt haben und gesagt haben, ich bin HIV-positiv, du bist jetzt krank. Man überlege sich die psychische Belastung der Kollegen und Kolleginnen, bis sie dann das Ergebnis gekriegt haben, dass sie eben nicht HIV-positiv waren. Es ging auch um Verletzungen, Blut, das ausgetauscht wurde, bewusst und gewollt. Das waren sehr seltene Fälle. Jetzt ist es häufiger. Es ist häufiger, dass Demonstrierende ganz bewusst Kollegen oder Kolleginnen anhusten, anspucken mit der Aussage, ich bin Corona-positiv. Ob das nun stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber die psychische Belastung durch solche Einsätze und durch solche Behandlung, durch solche Gewalt gegen Polizeibeamte ist erheblich. Also wir sind schon von ganz besonderen Herausforderungen zurzeit für die Polizistinnen und Polizisten sprechen, ja? Auf alle Fälle. Und dazu kommt natürlich, dass die Organisation sich deutlich verändert hat. Wie in den anderen Verwaltungen auch, sieht man natürlich bei der Polizei und da noch viel extremer die Situation, wenn ich auf einer Dienststelle auch nur eine Person habe, die positiv getestet ist, muss ja im Prinzip die gesamte Dienststelle in Quarantäne. Das heißt, diese Region wäre dann ohne Polizei und ohne Sicherheit. Und darum gibt es die verschiedensten Systeme, dass also mit Schichten gearbeitet wird, dass sich die Kollegen und Kolleginnen gar nicht mehr sehen, dass sie gar keine Übergabe mehr machen, nur um sicherzustellen, wir haben wirklich Gruppen. Wenn aus der Gruppe einer an Covid-19 erkrankt, muss zwar diese Gruppe in Quarantäne, aber die andere Gruppe ist dann noch sauber und kann den Dienst übernehmen. Das sind auch Dinge, die belasten, weil dadurch natürlich Teams auseinandergerissen werden, Dienstpläne verändert werden und die ganze Sache zwar funktioniert, aber eben sehr, sehr schwierig. Und nebenbei muss ich ja meinen persönlichen Bereich auch noch organisieren. Die Schule fällt aus, die Kita ist nicht geöffnet, sodass dann auch die Kinder zu Hause sitzen. Das haben andere auch, aber ich sag mal, das kommt dann auch noch dazu bei den Polizisten und Polizistinnen. Kirstin, als Gewerkschafterin, was sind deine Befürchtungen, wenn es jetzt um die Folgen der Krise geht? Was könnten die besonders verheerenden Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und die Arbeitsbedingungen allgemein sein? Naja, im Moment haben wir es zumindest in Deutschland, das Thema Arbeitslosigkeit durch sehr großzügige Aufstockungsregelung bei Kurzarbeit abgefedert. Aber das ist irgendwann auch zu Ende. Also wenn wir es nicht schaffen, wenn wir eine Impfung haben, wenn wir also durch sind durch die Pandemie, die Wirtschaft relativ schnell wieder ans Laufen zu bekommen, dann wird diese Kurzarbeit auch nicht mehr helfen, dann wird es zu Entlassungen kommen und dann wird es zu Massenentlassungen kommen. Und ich glaube nicht, dass das auch eine so große Wirtschaft wie Deutschland auf Dauer wird schultern können. Und darum ist ja gerade die Bundesregierung dabei, mit massiven Fördergeldern genau das zu verhindern, dass dauerhaft die Wirtschaft zum Erliegen kommt. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass durch diese Kurzarbeit und auch durch die Situation in den Familien mit den Kindern sehr große Belastungen da sind, die ja auch fortwirken. Das heißt, die Menschen haben ja ihre Lebensplanung gemacht, auch ihr Häuschen, ihre Anschaffung, ihr Auto oder dergleichen mit dem normalen Einkommen, das sie hatten. Und wenn sie jetzt durch Kurzarbeit oder weil sie zu Hause bleiben müssen, um die Kinder zu betreuen,
ein deutlich geringeres Einkommen haben, wirkt sich das ja auch fort. Das sind ja Belastungen, das sind Schulden, die nicht geplant waren. Dann können andere Investitionen nicht mehr gemacht werden, sodass wir, glaube ich, was die Wirtschaft angeht, über mehrere Jahre hinweg eine sehr, sehr schwierige Situation haben, auch was die Lohnerhöhungen angehen, bis auf wenige Bereiche, und da müssen wir auch drüber reden, die in der Vergangenheit immer runterfielen in den pflegenden Berufen, zum Beispiel bei Altenpflege, bei Krankenpflege, aber auch bei Erzieherinnen und Erziehern, wo wir jetzt in der Krise gesehen haben, die leisten Übermenschliches und werden aber unterproportional bezahlt. Ich glaube, das ist jetzt eine Chance, die müssen wir auch als Gewerkschaften wahrnehmen, um zu sagen, so geht das nicht weiter. Gibt es da auch bei den großen Paketen, die ja jetzt momentan national und teilweise auch europäisch geschnürt werden, auch gewisse Vorbehalte, Stichwort Lufthansa, das war ja auch nun sehr beeindruckend, das Paket, was da jetzt vereinbart worden ist, aber es war ja nicht ohne Kritik. Worauf ist da zu achten, aus deiner Sicht insbesondere? Naja, es gibt zwei Dinge. Wir haben gesagt, in Deutschland und ich glaube auch in Europa ist das jetzt Konsens, wir wollen auf keinen Fall die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, im Rahmen der Covid-19-Krisenbewältigung hinten anstellen. Das heißt, bei allem, was wir tun, müssen wir sehen, rettet das nicht nur Arbeitsplätze, sondern ist es auch kompatibel mit unseren langfristigen und mittelfristigen Zielen in der EU. Und gerade bei der Lufthansa gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, das wäre jetzt doch die Gelegenheit, die Pleite gehen zu lassen und dann hätten wir weniger Luftverkehr. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Den Luftverkehr werden wir nicht dadurch eindämmen, dass wir einzelne Player verlieren, sondern nur, indem wir vernünftige Alternativen bieten. Und ganz ehrlich, in der Langstrecke haben wir keine Alternativen. Wir müssen in der Kurz- und der Mittelstrecke Alternativen bieten. Und darum sind wir auch dabei, die Deutsche Bahn zu fördern. Wir bemühen uns, und ich glaube, das ist auch aus Gewerkschaftssicht das Wichtigste, dass man nicht nur die Wirtschaft im Blick hat, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Also es reicht mir nicht, dass Lufthansa erhalten bleibt und nicht übernommen wird oder pleite geht, sondern wir müssen in diesen Bedingungen auch festschreiben, dass sie ihr Personal vernünftig entlohnen, dass sie keinen Arbeitsplatzabbau machen über das Maß, das jetzt zwingend erforderlich ist, dadurch, dass sie weniger Flugzeuge in der Luft haben, hinaus. Und ich glaube, bei allen anderen Hilfen, die wir machen, ist das erforderlich. Das tun wir auch. Wir staffeln die Hilfen nach Anzahl der Arbeitsplätze. Und auf keinen Fall darf die Wirtschaft diese Krise nutzen, um so im Geleitschutz quasi die Arbeitsbedingungen dadurch zu schleifen. Simone de Beauvoir hat gesagt, sinngemäß, dass es immer einer politischen oder wirtschaftlichen oder religiösen Krise bedarf, um eigentlich die erworbenen Rechte der Frauen wieder in Frage zu stellen. Warum? Inwieweit trifft deiner Meinung nach die Krise derzeit schon die Frauen so hart, aber auch voraussichtlich in Zukunft? Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir immer noch eine ungleiche Verteilung von Haus- und Erwerbsarbeit. Wir propagieren zwar alle die partnerschaftliche Gesellschaft, aber wenn man sich das anguckt, über 60% der Haus- und Familienarbeit liegen immer noch bei Frauen. Natürlich bei einigen Paaren weniger und bei anderen Paaren mehr, aber in Toto ist das noch so. Und natürlich in einer Krise wie jetzt, wo die Erziehungseinrichtungen oder die Kindergärten und die Schulen geschlossen haben, bleibt natürlich diese Arbeit hauptsächlich dann auch an Frauen hängen. Vermehrt auch an Männern, aber immer noch hauptsächlich an Frauen. Das ist der eine Punkt. Also Frauen sind im Moment sehr, sehr belastet. Männer auch, aber wenn wir jetzt bei den 60% bleiben, eben diesen Teil die Frauen mehr. Und der zweite Punkt ist, dass die Berufe, die jetzt besonders gefragt sind, im pflegenden Bereich, im betreuenden Bereich, die auch besonders risikobehaftet sind, wir sehen es an Schweden, über 50% der Toten in Schweden sind in Alten- und Pflegeheimen. Das bedeutet aber auch, dass die Beschäftigten dort einer sehr hohen Risiko ausgesetzt wird und die Beschäftigten dort sind zum überwiegenden Teil Frauen. Das heißt, an den Bereichen, die gerade besonders risikobehaftet, aber auch besonders systemrelevant sind, sind überproportional viele Frauen und das sind genau die Bereiche, in denen es überproportional schlecht bezahlt wird. Ich glaube, das alles kommt zusammen. Und das Positive an dieser Krise aus meiner Sicht ist, dass es so deutlich wird. Wir haben das vorher auch schon gewusst, wir haben das vorher auch schon gesagt,
aber es ist so in diesem allgemeinen Rauschen der anderen Themen untergegangen. Im Jetzt kann es nicht mehr untergehen. Es ist so deutlich geworden, dass selbst konservative Regierungen sagen, nein, da müssen wir etwas ändern. Pflege muss besser bezahlt werden. Und ich denke, das ist die Chance. Das ist eine hervorragende Überleitung zur nächsten Frage. Was können wir denn aus der Krise lernen? Was, inwieweit gibt es besonders schutzbedürftige Gruppen? Inwieweit ist der öffentliche Dienst von besonderem Interesse? Inwieweit sind natürlich die Gesundheitsdienste besonders wichtig? Und welche sind die Aufgaben der Gewerkschaften, wo man sagen kann, also diese Krise hat uns das und das gelehrt. Das müssen wir dann auch jetzt wirklich als Gewerkschaften, wie soll ich sagen, richtungsweisend vorgeben und diesen Weg auch folgen. Also ich glaube, das Erste, was wir für den öffentlichen Dienst sehen, ist das, was der Beamtenbund Tarifunion eigentlich schon seit Jahren propagiert. Das ist der Satz, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. In den letzten 3-4 Jahren gab es da auch eine Trendwende, dass doch wieder mehr Personal eingestellt wird. Aber wir haben immer wieder gehört, wir brauchen ja so viele gar nicht. Wir haben ein Wirtschaftsunternehmen, ein Beratungsunternehmen da durchgeschickt durch unsere Verwaltung und die haben uns gesagt, so viel Personal braucht ihr. Ja, das ist das Personal im günstigsten Fall. Wenn so gut wie keiner krank ist, wenn keiner im Urlaub ist, keiner in der Fortbildung ist und vor allen Dingen, wenn wir keine Krise haben. Wir müssen aber gerade im öffentlichen Dienst, weil der das Leben aufrechterhält, müssen wir immer eine Krise mitdenken. Genauso wie mit der Polizei. Uns wollte mal ein Wirtschaftsberater erklären, im Schichtdienst könnten wir sehr viel Personal einsparen, weil da doch Leute mehrere Stunden ohne Einsätze am Tisch sitzen. Ja, natürlich, heute hatten sie keine Einsätze, aber morgen haben sie die Einsätze. Und wenn ich sie eingespart habe, sind sie morgen eben nicht da und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Und das ist sehr deutlich geworden bei dieser Krise, dass der öffentliche Dienst eben auch für so etwas vorbereitet sein muss. Und ich muss halt in normalen Zeiten das Personal bezahlen, damit ich es in der Krise habe. Denn ich kriege es jetzt nicht einfach so. Es steht nicht plötzlich aus der Kiste auf und ist da. Ich muss es vorher haben, ich muss es vorher ausbilden. Und das Verständnis in der Bevölkerung dafür, glaube ich, ist auch deutlich gewachsen. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage der webbasierten Möglichkeiten. Wir führen ja unser Interview auch nicht, indem wir nebeneinander sitzen, sondern wir machen es auch mit technischen Möglichkeiten. Viele unserer Gremiensitzungen führen wir durch Webkonferenzen durch. Ganz viele auch meiner Mitarbeitenden sind im Homeoffice schon alleine, dass sie sich hier in den Büros eben nicht auf der Pelle sitzen, dass wir unsere Abstände einhalten können. Wir stellen plötzlich fest, was vorher alle gesagt haben, es geht nicht, es geht doch. Und du musst einen Beschäftigten im Homeoffice nicht alle 5 Minuten überprüfen, ob der arbeitet oder ob er auf dem Sofa liegt und Fernsehen guckt. Das tut er nicht. Er arbeitet oder die arbeitet. Also das sind Sachen, wo ich mir hoffe, die auch bleiben werden. Also diese Skepsis der Arbeitgebenden gegen diese neuen Arbeitsformen, dass die wegfallen werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Grenzen gesehen. Als Beamtenbund Tarifunion und haben wir immer wieder davor gewarnt und haben gesagt, Homeoffice alleine geht nicht. Du brauchst den persönlichen Kontakt, wenn darf es nur alternierendes Homeoffice sein. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch sehr deutlich gezeigt. Wenn du also dauerhaft zu Hause bleibst und den direkten Kontakt nicht hast, hast du Schnittstellenproblematiken, da geht was unter, ganz abgesehen von dem persönlichen Kontakt, den wir Menschen einfach brauchen. Wir sind nun mal soziale Wesen. Ich glaube, das ist sehr gut dargestellt worden und wir müssen aufpassen, dass uns die Chancen erhalten bleiben und dass wir aber aufpassen, dass die Risiken dann nicht bleiben. Sehr schön gesagt, der öffentliche Dienst hält das Leben aufrecht. In diesem Sinne ein Schlusswort an die CESI-Community, wie wir sie immer nennen. Wir können stolz sein auf die CESI und auf unsere Arbeitsplätze, auf das, was wir leisten. Wir sind in dieser Krise im besten Sinne systemrelevant und das sollte uns stolz machen. Und es sollte uns auch selbstbewusst machen für die Ziele, die die CESI hat, sowohl in den einzelnen Mitgliedsgewerkschaften, in den Mitgliedsländern. Ich glaube, es ist eine Chance. Wir haben gesehen, wir brauchen nicht weniger Europa, um durch so eine Krise zu kommen, sondern wir brauchen mehr Europa und das gilt auch für Arbeitsbedingungen. In diesem Sinne lassen Sie uns alle Kraft tanken, damit wir dann, wenn wir durch die Corona-Pandemie durch sind, mit vereinten Kräften weiterarbeiten können im Sinne der Arbeitsbedingungen der Menschen in Europa. Bleiben Sie gesund.
Liebe Kirsten, vielen Dank.